Du willst einen Van ausbauen oder ein Wohnmobil restaurieren oder eine Dachluke einbauen oder irgendetwas gut miteinander verbinden möchtest, dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Ich frage mich häufig für die YouTube-Videos, welches Video hätte mir geholfen am Anfang, als ich angefangen habe, mit meiner Freundin den Van hier auszubauen. Und da muss ich sagen, dieses Video wäre auf jeden Fall eins gewesen. Ich möchte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie man Kunststoffe miteinander verbindet, wie man Dinge an die Van, Innen- oder Außenhaut festklebt, wie man etwas gut abdichtet. Diese ganze Palette möchte ich abdecken und dann möchte ich zu guter Letzt noch als Bonus gucken, wie kann man Filz besonders gut im Van verkleben, was gibt es für Möglichkeiten und als allerletzte Möglichkeit, was ist mit Holz? Also wie kann man Holz mit Holz am besten verbinden oder wie kann man Holz eben mit anderen Dingen im Van verbinden, wie zum Beispiel der Van-Innenhaut. Darum geht es in dem Video. Viel Spaß dabei, bleibt dran. So, ich habe hier mal eine fünfteilige Produktreihe aufgebaut und wenn wir die beleuchtet haben, glaube ich, wird es auf jeden Fall ein bisschen klarer sein, wie das Ganze aufgebaut ist. Grundsätzlich gibt es zwei große Marken, die sich in diesem Segment beschäftigen. Ich habe die dritte aber auch hier gleich schon stehen und zwar die Marke Dekalin und die Marke Sika, diese drei, die haben natürlich jeweils noch das eigene Pendant in ihrer eigenen Produktpalette. Also man bekommt hier dieses Pendant auf jeden Fall auch von Dekalin und umgekehrt, aber weil ich die jetzt alle hier so gerade so da habe, beschränke ich mich einfach nur erstmal darauf. Also, wenn man nur etwas abdichten möchte, dann nimmt man dafür das Dekasil 8936 ist das. Das hat jetzt in dem Fall eine gräuliche Farbe und man sprüht das so gut es geht in Zwischenräume, die nicht miteinander kleben, also die so schon von so aus miteinander verschraubt oder verkeilt oder wie auch immer sind und sich deswegen nicht bewegen können. Und man möchte nur, dass es wasserdicht ist oder generell luftdicht ist, wie auch immer, dann kann man das verwenden. Der Vorteil ist folgender, wenn man das hier entfernen möchte, geht das ganz leicht. Und zwar kann man das rückstandslos einfach abkratzen, das ist nicht besonders hartnäckig am Ende. Das heißt, das kann man richtig, richtig gut entfernen. Also ich würde euch empfehlen, das für so Dinge zu verwenden, wenn man ein Fenster richtig gut verkeilt hat und das dann am Ende abdichten möchte. Bei der Dachluke haben wir es persönlich nicht verwendet. Das lag aber auch daran, dass wir das da noch nicht hatten irgendwie und dann haben wir dann doch noch mal anderes genommen, nämlich das hier. Aber bei unserem Heckfenster haben wir das Dekalin zum Beispiel genommen und auch andere Dinge, die man einfach so abdichten möchte. Dafür ist das perfekt. Also, das hat einen ganz speziellen Nutzen. Wenn man aber will, dass etwas fester klebt, geht man dabei aber auch direkt die Kehrseite ein. Und zwar bei diesen dreien hier, aber auch bei dem hier, ist es so, wenn man es entfernen möchte, wird es echt kompliziert. Also die sind so klebrig und so haarig irgendwie, dass man die echt schwer nur rückstandslos abbekommt. Beziehungsweise geht, aber es ist halt eine Riesenarbeit. Aber dafür hat man den Vorteil, dass es besser klebt und abdichtet auch. Also wenn man sozusagen will, ich möchte es nur abdichten, dann kann man eben dieses 221i verwenden. Da ist aber ganz wichtig dabei, wenn man etwas abdichten oder kleben möchte, was aber auch von der Sonne beschienen wird oder im Außenraum des Vans ist, dann ist es eben ganz wichtig, da eins zu nehmen, wo UV dran steht. Wenn da UV dran steht, dann ist es UV-beständig. Genau, wir haben das hier zum Beispiel verwendet, als wir im Van den Boden, und dann habe ich im Van die Unterkonstruktion aufgeklebt. Und die Schwerkraft leistet da schon sehr viele Dienste, deswegen habe ich da das hier verwendet. Man könnte aber auch das hier verwenden, wenn einem wichtig ist, dass es noch dichter klebt. Zum Beispiel habe ich das hier, also das dichtet mehr und das klebt mehr, das klebt noch mehr und das klebt richtig doll. Ja? Das 5:1 UV habe ich zum Beispiel unterm Van verwendet, wo wir den Flansch von der Standheizung abgedichtet haben. Da wollte ich eben, dass es dicht ist, dass es aber auch UV-beständig ist und so allwetter geeignet ist. Und zum Beispiel, um die Solaranlage auf das Dach zu kleben, dafür habe ich dann das hier verwendet. Da würde ich das auf keinen Fall verwenden, das klebt nicht gut genug. Und das 2:5:2i haben wir auch verwendet, als wir die Hölzer an die Decke für die Unterkonstruktion geklebt haben. Ich verlinke euch auf jeden Fall zu allen nochmal ein Video, sodass ihr also das nochmal nachempfinden könnt. Zu den ganzen Themen habe ich nämlich schon Videos gemacht, vor allem zur Unterkonstruktion. Das sind alles diese vier bzw. diese drei Klebstoffe, sind primerlose Klebstoffe. Das heißt, ich muss nichts anderes machen, außer die Oberfläche besonders gut zu reinigen mit Silikonentferner. Danach kann ich das verwenden und benutzen. Das ist ganz wichtig.
eine sehr, sehr gute Kartuschenpresse zu nehmen, die am besten aus Stahl ist, sodass sie richtig ordentlich pressen kann, weil diese Stoffe sind auch bei warmer Temperatur echt zähflüssig. Das heißt, man würde sich echt einen Wolf drücken, beziehungsweise die billige Presse aus dem Baumarkt definitiv kaputt machen. Die hat, glaube ich, eine 24:1 Hebelübersetzung. Das heißt, ich drücke ganz oft und der Stift bewegt sich ganz langsam rein. Das hat den Vorteil, dass man echt nicht so viel Kraft aufwenden muss, um zu pressen. Empfehle ich euch, kann ich euch hier unten gerne verlinken. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, dann haben wir hier die Primerlosen und der PTEC Scheibenkleber. Den haben wir beispielsweise verwendet, als wir unsere Außenscheibe von außen angeklebt haben. Da ist es eben so, dass man vorher noch einen Primer auf beiden Seiten verwendet, da wo man den Kleber dann am Ende aufbringt, dann klebt es eben noch besser und haftet noch besser aufeinander. Das Pendant dazu von Dekalin hatten wir, um die Solaranlage oben auf dem Dach zu verkleben. Das ist das Dekasil MS5 heißt es, glaube ich. Und das ist aber ähnlich wie der hier. Ich meine, dass das Sikaflex 252i auch UV-beständig ist. Müsstet ihr nochmal genau nachgucken, wenn ihr das für eine Solaranlage verwenden wolltet. Und das hier wird auf jeden Fall auch UV-beständig sein, weil es eben genau dafür da ist, eine Scheibe sicher an den Van zu kleben. Man sieht jetzt hier auch, bei dem hier, das sind jetzt Reste noch, die ich hier habe. Also die haben es hier richtig gemacht, ja, das heißt, die haben hier so ein kleines Drehding und man kann einen V-Ausschnitt einstellen. Und der V-Ausschnitt ist unterschiedlich groß. Letztendlich mache ich nichts anderes, auch hiermit. Ich kann das hier abschneiden und habe hier schon so vorgestanzt so V-Ausschnitte. Und diese V-Ausschnitte, wenn ich dann etwas aufkleben will, halte ich das genau gerade, also wenn ich jetzt hier beispielsweise was draufkleben will, halte ich das gerade dran und ziehe das hier so entlang und habe dann so eine nach oben stehende spitze Pyramide dort. Und das ist ganz wichtig, dass ich das beim Kleben mache, sodass ich ordentlich Zwischenraum habe. Wenn ich was dran klebe, also wir hatten das bei der Solaranlage so, dass wir vorher auch einen kleinen Abstandhalter dort eingebaut haben. So kleine Kreuze, die man auch für Fliesen verlegen, so Abstandhalter für Fliesen im Bad verwenden kann. Da haben wir das verwendet, sodass man am Ende nicht das Ganze zu dicht drauf presst und am Ende den Kleber an beiden Seiten rauspresst. Also der Kleber braucht auch Platz, sodass er gut kleben kann. Ich hoffe, das hilft euch erstmal weiter. Also so haben wir alle möglichen Kunststoffe miteinander verbunden. Also wie gesagt, das haben wir auch für die Unterkonstruktion an die Decke verwendet und wo es dann richtig ernst wurde mit Primer, haben wir dann den PTEC Scheibenkleber verwendet. Ihr werdet aber auch jeweils nochmal in den Produktbeschreibungen der jeweiligen Hersteller finden, was für was empfohlen wird. Aber wir sind mit primerlosen Klebern bis auf die Fensterscheibe eigentlich echt gut gefahren und der Kram klebt richtig fest. Also bei dem hier an der Decke, da kannst du dich echt dranhängen nachher. Das geht nicht ab. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema und zwar zu der Filzverarbeitung. Ja, ich halte hier den Würth Kraftkleber in der Hand. Das gute Stück haben wir in mehrfacher Ausführung bestellt. Ich glaube 8 oder 10 Mal. Also man brennt richtig schnell durch diese ganzen Kartuschen durch. In Foren werden auch andere Kleber, wenn man Filz verarbeiten möchte, empfohlen. Aber wir haben uns für die gute Variante entschieden, wo wir uns sicher sein konnten, dass es schon vielfach sich bewährt hat bei anderen Ausbauern und richtig, richtig gut hält. Wichtig ist zu wissen, es gibt Filz, der klebt auch von selber. Also der hat an der Armaflex auf der einen Seite eine Klebschicht, dann zieht man einfach ein Stück Papier ab und dann klebt das fest. Meistens ist dieser Filz auch ein bisschen dünner, sodass man den noch besser stretchen kann. Wir haben, ich glaube, 4 mm Filz gehabt, nun nicht 3 mm. Der war ein bisschen dicker, ein bisschen flauschiger irgendwie. Das lag bei uns daran, dass wir eine ganz bestimmte Farbe haben wollten und die gab es bei dem selbstklebenden Filz nicht. Das heißt, wir sind automatisch bei dem Filz gelandet, den wir mit dem Kraftkleber aufbringen müssen. Und da ist es eben so, dass man beide Seiten, die man bekleben möchte, mit dem Sprühkleber einsprüht, ein bisschen wartet, das muss ablüften, das stinkt auch ein bisschen. Und wenn man mit der Hand da so drauf fassen kann und der Kleber da nicht mehr nass drunter ist, unter der Hand und nicht mehr dran klebt an der Hand, dann kann man das Ganze ganz vorsichtig ankleben. Wie vorsichtig? Ja, schaut euch lieber nochmal ein Video an. Ich verlinke euch das hier oben, dann seht ihr, worauf man da achten muss. Wir haben da wirklich sehr, sehr viele verschiedene Learnings nochmal zusammengefasst, die uns sehr geholfen haben, den Filz gut zu verarbeiten. Also macht nicht dieselben Fehler wie wir. Ihr werdet das sehen, welche Fehler wir da gemacht haben in dem Video. Und dann wird euch das garantiert helfen. Also, so viel zum Filz. Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar, was mache ich mit Holz? Also ihr habt ja gerade schon erfahren, dass wenn ich Holz an die Van-Wand kleben möchte, dann mache ich das natürlich auch mit dem Sikaflex. Aber wenn ich Holz auf Holz
kleben will oder Holz auf Holz verbinden möchte, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also Möglichkeit 1, die werde ich euch bestimmt auch nochmal in einem späteren Video vorstellen, ist die sogenannte Taschenbohrung. Werdet ihr nochmal von erfahren, ansonsten googelt es, ist eine geile Methode, um Holz miteinander zu verbinden. Wichtig ist zu wissen, das Holz muss eine bestimmte Dicke, maximal und minimal 15 mm jeweils haben, dann kann ich es wunderbar mit Taschenbohrung verbinden. Aber nur zu bohren, beziehungsweise nur zu schrauben, ist nicht die einzige Lösung, weil wenn ich nur schraube, dann kann das Holz auf Holz miteinander knarzen. Und das will ich auf keinen Fall. Von daher verwendet immer Leim. Und ich empfehle euch auch den guten Ponal-Leim zu nehmen, den gibt es in jedem Baumarkt. Und ich empfehle euch auch die wasserfeste Variante zu nehmen, weil ein Van steht draußen, da ist es immer mal ein bisschen feuchter. Und wenn man den wasserfesten nimmt, kann man sich sicher sein, dass sich das dann nicht auch löst. Ich hatte ja gerade gesagt, die Taschenbohrungen sind eine Methode. Die andere Methode sind die Lamello-Dübel. Dafür braucht man allerdings ein bisschen mehr Maschinerie. Man braucht auf jeden Fall eine Lamello-Fräse und dann eben die ganzen Lamellos und ganz viel Leim. Und man braucht natürlich zum Verbinden auch jede Menge Schraubzwingen. Wenn man so einen Schrank baut, braucht man auf jeden Fall auch zum Teil 1,5 Meter lange Schraubzwingen, mit denen man das Ganze ineinander drücken kann. Würde ich eher von einem Fachmann machen lassen. Ich würde mich selber nicht als solchen bezeichnen. Ich hatte total Glück, dass mein Vater eben Tischlermeister ist und der mir da helfen konnte. Ansonsten versucht, zu gucken, dass ihr da euch Hilfe holen könnt. Aber ich werde euch im späteren Video auf jeden Fall zeigen, wie unsere Schränke entstanden sind und wie wir das Ganze ineinander geleimt haben. Mit Lamello-Dübeln, aber die kleineren Sachen eben mit Taschenbohrungen. Und da dann eben auch immer schön den Leim verwenden, weil das Ganze dann nicht knarzt. Man kann noch, wenn man bohrt und nicht leimen möchte, die Schrauben mit Kerzenwachs einreiben. Das funktioniert auch. Dann bleibt ein Knarzen auch eher aus. Aber mit Leim kann das einem auf jeden Fall nicht passieren. Wenn man zwei Hölzer plan miteinander verbinden möchte, also wir haben beispielsweise unsere Fronten, zeige euch mal ein Foto davon, mit 10 mm Pappelsperrholz und 6,5 mm Birke verbunden, damit wir eine Birkenfront außen haben, aber beim restlichen Fleisch vom Holz den Vorteil des etwas leichteren Pappelsperrholzes haben. Als wir das gemacht haben, ist es ganz wichtig, mit einem Spachtel ganz viel Leim aufzutragen, mit ganz vielen Schraubzwingen aufeinander zu schrauben, am besten noch eine Platte drüber zu legen, sodass sich die Kraft schön verteilt. Und das ist ganz wichtig, nehmt euch ganz einfache kleine Nägel, wo ihr zwei Stück in das Holz in einem Abstand voneinander reinschlagt, das Ganze mit einer Kneifzange abklemmt, sodass einfach noch ein kleines Stück da rausguckt. Ich glaube, ich habe auch noch ein Foto, was ich euch einblenden kann. Und wenn man da dann zwei so kleine Nagelstücke aus dem einen Holzertragen sieht und dann den ganzen Leim aufgebracht hat, dass man dann, wenn man das ineinander drückt, die beiden Nägel schon so einen Initialpunkt haben und das Ganze sich nicht mehr verschiebt. Weil das ist sehr, sehr schwer, wenn das schon so leicht angetrocknet ist, das noch zu verschieben, beziehungsweise unmöglich, wenn der Leim dann trocken ist, was relativ schnell dann der Fall ist. Von daher, das fand ich einen sehr, sehr guten Trick. So viel zum Leim und dem Verbinden von Holz miteinander. Ja, das war's hier soweit mit dieser Folge hier aus der Wohnung. Beim nächsten Mal nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit in den Van, der so gut wie fertig ist, und zeige euch da weitere Dinge. Schreibt mir gerne rein, ob es Themen gibt, zu denen ihr euch wünscht, dass ich die behandle. Und ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr dabei bleiben wollt. Und es wird noch viele weitere Dinge geben. Euch noch frohes Schaffen und viel Erfolg bei was auch immer ihr vorhabt. Freue mich über euer Feedback und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war's hier von dieser theoretischen Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.